Ja, ich muss schon sagen, dass ich das jetzt einfach mal ganz anders probiere. Und zwar habe ich jetzt einfach eine Aufzeichnung vorgenommen und versuche dann allen das per Aufzeichnung zukommen zu lassen, was ich mir heute vorgenommen hatte. Heute an dem 9. Juli 2018. Es ist nun schon lange nicht mehr 20 Uhr. Ich habe hier schon fast eine halbe Stunde herum probiert und weiß nicht, woran es liegt. Und hoffe, dass jetzt das aufgenommen wird und ich das als Aufzeichnung dann vermitteln kann. So, was haben wir uns heute vorgenommen? Ich starte ganz flugs die PowerPoint-Slides, an denen ich mich immer ein bisschen festhalte. Aber auch das funktioniert hier nicht. Dann mache ich das noch ganz anders. Dann starte ich das über einen anderen Weg. So, ich hoffe, dass wenigstens der Ton aufgezeichnet wird und muss sagen, ich bin doch ein bisschen enttäuscht. Über lange Zeit hat die Technik das immer gut mitgemacht und jetzt scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Also in dem Workshop, womit wollen wir uns beschäftigen? Wie immer vorab der Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, wir haben die Fragen vergangener Tage und es geht um Ihre Erfahrung und Anwendung. Das Letztere wird aber sicherlich etwas schwierig sein, aber ich habe hier einige Fragen und muss zunächst einmal mich bedanken, denn Sie haben mir Freude bereitet, liebe Anwenderinnen und Anwender. Ich habe über die letzte Woche sehr gute Erfahrungen erfahren und Feedback bekommen bei der Anwendung von Borrelien oder gegen Borrelien und gegen Epstein-Barr-Virus. Das zunächst vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn diese Erfahrungen sich auch im Forum widerspiegeln würden. Im Forum, das erreichen wir über meine Homepage ulrich-mtc.de/forum oder einfach über die Homepage ulrich-mtc.de und dann über den dortigen Menüeintrag Forum. Dann gab es eine Frage zur Technik. Das ist heute eine sehr wichtige Frage, wo heute alles so schief gegangen ist. Und zwar ist gefragt worden, ob man zum Workshop auch mit unterschiedlicher Technik oder vielleicht sogar gleichzeitig teilnehmen kann. Nachdem das nun heute so gut wie gar nicht geklappt hat, trotzdem meine optimistische Aussage, das ist möglich. Ich habe es schon öfter gemacht. Wir haben es hier in unserem Büro jeden Montag so gemacht, dass gleichzeitig zwei Geräte eingewählt waren. Abgesehen von dem heutigen katastrophalen Zusammenbruch und absolute Versagen der Technik ist es so, dass ich da darauf baue, dass es demnächst auch wieder klappt. Sie können also gleichzeitig mit zwei Geräten einsteigen. Das kann ein PC sein oder ein Tablet oder zwei PCs oder zwei Tablets. Auch wird mir berichtet, dass man sehr gut mit Smartphones arbeiten kann. Soweit zu dem zweiten Punkt. Dann ist mir die Frage gestellt worden, wie es aussieht, wie hat man zu arbeiten bei Gewebsschwellung und Flüssigkeitsansammlung. Das bezieht sich auf die Frage nach den Elektroden und Handelektroden. Ich möchte aber zunächst erst einmal Sie weiterführen in dem Sie weiterführen in den über den Browser ins Internet. Ich gebe ein die Adresse ulrich-mtc.de/agilcare-pro-katalog. Dort finden wir, Sie wissen das, finden wir uns schon zum Suchen etwas besser zurecht und dort haben wir hier die Darstellung,
aller, wenn ich jetzt durchscrolle, könnten alle 3130 Einträge kommen. Hier gibt es einen Link hier zur Ansicht wählen. Da klicke ich drauf. Also hier das blau eingezeichnete. Da klicke ich drauf. Und dort kann ich scrollen. Dort sind die 32 Gruppen und Organe und Funktionsgruppen dargestellt und zusätzlich oben noch etwas Fett dargestellt, der komplette Umfang. Aber wenn wir uns wenn es um Schwellungen, Wucherungen und Ödeme geht, dann ist das die vorletzte Gruppeneinteilung, weil es geht alphabetisch und W steht gerade noch vor Z wie Zahlen. Und deshalb klicke ich auf diesen Link und finde hier die übersichtlichen Anwendungen, die sich auch auf Schwellungen beziehen. Und da kann ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, wenn es Schwellungen sind, dann kann man auch sehr oft mit Ödemen arbeiten. Man kann auch mit Gewebsschwellungen arbeiten, A113. Und das sind die, wo ich, sagen wir mal, die meisten Erfahrungen habe. Wir können ja auch sagen, dass wir dort, wo wir Schwellungen haben, oder auch dort, wo wir Raumverdrängungen haben durch Zysten, also Flüssigkeitsansammlung im Gewebe, im Parenchym des Gewebes, dass wir dort natürlich ganz sicher, wir vermuten das ja immer, aber ganz sicher verursachende oder mit begleitende Parasiten haben, die diese Flüssigkeitsansammlung befördern. Und in diese Flüssigkeit hinein geben die Parasiten ihre Ausscheidung ab. Und wenn uns auch die Parasiten nicht direkt schaden, so tun es garantiert die Ausscheidung von ihnen. Deshalb, wenn wir was gegen die Schwellungen, Flüssigkeitsansammlungen haben, seien es Ödem oder seien es Hämatome, dann wenden wir das hier an in dem Sinne, dass wir den beteiligten Parasiten den gar ausmachen. Die Parasiten können sein Bakterien, Pilze, Würmer, Pilze, Bakterien, Viren, Würmer, Pilze, aber auch Einzeller, da können wir die Würmer ja auch mit dazu rechnen, oftmals. So, und das wäre sozusagen die Anwendung, die ich beschreiben würde und würde denken, dass wir Gewebsschwellung und Flüssigkeitsansammlung immer im Zusammenhang mit Parasiten sehen, wie wir das überhaupt generell für alle Erkrankungen sagen und dass wir die Zerstörung der Symbiose zwischen den Parasiten und der Erkrankung, hier in dem Falle Gewebsschwellung, Flüssigkeitsansammlungen, eine Lösung finden über die Selbstheilung des Menschen selbst, über die Stärkung des Immunsystems, sei die Stärkung relativ oder sei die Stärkung absolut. Ja, und zur Frage der Haftelektroden, da muss ich sagen, ist es so, dass ich häufig schon empfohlen habe, Haftelektroden einzusetzen, wenn es um den Körperrumpf ging, also um die Leber. Und ansonsten war es immer sehr gut, auch die Handelektroden einzusetzen. Da war also kein wesentlicher spürbarer Unterschied zu sehen. Wer nur die Handelektroden hat, kommt sicherlich damit auch zurecht. Und es kann sein, dass am Körperrumpf man mit den Haftelektroden bei Gewebsschwellung und Flüssigkeitsansammlung besser vorankommt. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Aber eins ist schön, denn die Flüssigkeitsansammlung, wir sehen das sehr schnell, indem wir eben sehen, wie die verschwinden, nach einer oder wenigen Anwendungen nur, dass dann der Erfolg zu sehen ist. Ein Hinweis vielleicht noch, wenn wir dort gut vorangekommen sind, mit Auflösung dieser Gewebsschwellungen bzw. Flüssigkeitsansammlungen, ich zähle da auch die Zysten mit dazu, macht es sich gut, die Anwendung Lymphstau auch zu machen. Also Lymphstau bringt dann verbessert noch den Abtransport. Dazu habe ich relativ viele positive Rückmeldungen bekommen, dankenswerterweise, und deshalb kann ich diese Empfehlung weitergeben. Ja, soweit. Nach diesen vier Punkten hier möchte ich sagen, kann ich Sie ja nun heute mal nicht auffordern, Ihre konkreten Fragen mitzustellen. Ich werde dieses Video jetzt gleich ins Internet setzen, dass Sie das noch bekommen, dass Sie wenigstens etwas trotz dieses, sagen wir, katastrophalen Zusammenbruchs des Techniksystems, ich weiß nicht wo, ich glaube nicht in meinem Haus, sondern vielleicht beim Serverseitig, dass wir
da trotzdem noch gut kommunizieren können. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Montag.